So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Tropico 5 Let's Play. Und genau, jetzt würde ich sagen, forschen wir direkt mal, wie wir vorhin schon geklärt haben, den Strom, dann die weiße Fahne oder Juristenabsprache, eigentlich welcher dafür. Und genau, die Textilfabrik ist mittlerweile fertig. Und auch hier die Zigarrenfabrik. Das läuft hier doch alles ziemlich. Hier hat natürlich sehr wenige Arbeiter, was an sich die Profit oder die Effizienz verkleinert. Und deswegen empfehle ich auch echt immer nur, nehmt hier ein bisschen mehr in die Hand. Dadurch kriegt ihr auch mehr raus. Das ist ziemlich einfach eigentlich, das Prinzip. Und ja, das Ding ist einfach, wir sind jetzt mit der Straße verbunden hier. Hier, okay. Aber das ist natürlich ein ziemlich langer Weg. Hier aber natürlich sich auch direkt ein Transportbüro, was sich darum kümmert, alle Verbindungen zu machen. Aber trotzdem bin ich dafür, dass wir hier noch einen Weg bauen, der dann den Hafenanlagen oder die Hafenanlagen direkt damit verbindet. Ja, die Zigarren aus Tropico sind einfach rundum. Das ist einfach atemberaubend. Ja, wenn die Frau mich die ganze Zeit reinplappern würde, wäre das auch ziemlich praktisch. Aber naja, was soll man tun? Die Exporte laufen auf jeden Fall. Die Zufriedenheit passt auch. Die Einwohnerzahl, langsam kann man sich darum kümmern, ein paar mehr Gebäude zu bauen, da wir jetzt auch hier die Mietskaserne freigeschalten haben. Wie ich finde, es sich eigentlich am meisten lohnt, vor allem bei der billigen Arbeiterschicht. Weil einfach ziemlich viele Leute reinpassen. Und es auch einfach ziemlich günstig ist. Einfach eine super Sache an sich. Und ja, würde ich sagen, bringe ich nochmal eine Straße entlang. Machen wir einfach so ein kleines Mietskasernenbezirk. Mietskasernenbezirk machen wir einen. Den machen wir noch ein bisschen länger, damit es auch optisch irgendwie von der Länge her passt. Geht natürlich nicht, weil wenn ich hier gerade bauen würde, wäre es ja. Das Straßensystem würde dann ja noch irgendwie logisch erscheinen. Von daher kann ich das Ganze wieder abreißen. Super gemacht. Wirklich toll. Begeistert. Naja, was soll man tun? Würden dann mal langsam ein paar Zigarren bitte exportiert werden? Oder zumindest hergestellt? Das wäre auch schon mal toll. Ja, ich würde eigentlich sagen, das könnten wir jetzt unserer Wirtschaft noch Gutes tun. Ein Sägewerk wäre auf jeden Fall noch eine Investition, die sich lohnen würde, denke ich. Ja, das bauen wir einfach hier hin. Nicht direkt am Hafen, so hier hin. Da ich zwei Baubüros habe, dürften die ganzen Aufträge kein Problem ergeben. Das Bauxit. Habe ich ja ganz vergessen, aber das brauchen wir ja eigentlich erst im nächsten Zeitalter im Weltkriege, genau. Komme ich mal ein bisschen durcheinander. Jetzt dürfen wir auch hier einen neuen Handel machen. Ich bin fast dafür, dass wir. Na, Kohle exportieren ist sicher nicht. Stahl könnten wir wiederum exportieren, aber erst später, von daher. Yep. Rum-Destillerie habe ich, glaube ich, eine gebaut. Zur Not baue ich eine. Ne? Ist immer gut hier zu verkaufen. Planken können wir auch verkaufen und damit hätten wir so zwei Schiffe, denke ich mal, sehr gut vereinbart mit dem oder untergebracht. Gerade ein paar Wortfindungsstörungen. Aber hey, was soll man tun? Die Zufriedenheit ist ein bisschen runtergegangen, das würde ich gerne verhindern. Können wir schon ein Krankenhaus bauen? Krankenhaus. Hier ist es irgendwie logischerweise nicht. Unterhaltung, Umwelt. Casino auch nicht. Gemeinwohl klingt doch ziemlich. Polizeiwache und eine Klinik, das ist doch schon mal. Klingt auch irgendwie genau nach dem, was ich gesucht habe. Die Polizeiwache passt hoffentlich genau dagegen. Oder habe ich hier gerade die Klinik? Ja, ich habe die Klinik gebaut, genau. Dann jetzt die Polizeiwache einmal, die natürlich viel zu groß für alles ist. Ist ja unglaublich. Ich weiß gar nicht, wieso brauchst du die Klinik und hat sie daneben gepflanzt, aber naja gut.
Das sollte sich mal ein bisschen was merken. Na, kann ich mal langsam hier? Na, hier geht's doch. Man kommt direkt neben meinem jetzt Kasernengebiet, dadurch denke ich mal, ja, würde es passen. Und wieso ist das jetzt wieder abgerissen worden? Was war das überhaupt? Das war wahrscheinlich mein Holzfäller. Ach du Scheiße, ich habe ja gar nicht mehr aufs Geld geachtet. Das war für den Ausdruck. Spaß. Na gut, in 2 Monaten habe ich wieder ein bisschen was drin. Aber doch, damit hätte ich jetzt nicht direkt gerechnet, dass hier solche Defizite sofort da sind. Habe ich gar nicht drauf gedacht, wenn ich ehrlich bin. Muss ich mir mal angewöhnen, mehr drauf zu achten, weil es könnte ziemlich böse mal enden. Genau. Jetzt habe ich noch 1000 Minus, von daher, da mir die Alliierten noch etwas überwiesen haben. Obwohl ich mich natürlich auf die Achsen stellen will, nehme ich das Geld von denen gerne an. Aber es ist ein bisschen komisch, dass die hier, vor allem da ich nicht denen ihre Mission angenommen habe, dass sie mich trotzdem unterstützen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, weil ich von Achsen, glaube ich, noch keine Zahlung bekommen habe. Kann man hier das eigentlich wechseln? Nein, kann man natürlich nicht wechseln. Boah, diese Tante kann nicht mal in die Ruhe lassen, das ist wirklich. Das nervt mich doch ziemlich. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das genau hört. Ich glaube, ich mache die Sprache mal ein bisschen lauter, weil wahrscheinlich denkt ihr jetzt die ganze Zeit, mir würde gerade nichts einfallen zum Reden. Deswegen sage ich nichts, sondern ich mache es einmal die Sprachlautstärke ein bisschen höher. Die Musik auch, würde ich sagen. Ja, so, damit ihr mich auch noch hören könnt. Genau. Na, so passt. Doch nicht. Ja, ich feinjustiere mal kurz. Untertitel brauchen wir auf keinen Fall. Automatisch speichern ist natürlich an. Ja, dann geht's jetzt einfach mal weiter. Sieht man denn, was alles gebaut wird in diesem, oder was benutzt wird in diesem Parkplatz? Ist eigentlich schon schade. 10.000 als Frachter. Gut, dann kann ich jetzt direkt mal meine Rohstoffe, nämlich meinen Holzfäller, erweitern, beziehungsweise überhaupt mal bauen. Denn der wurde hier abgerissen. Dreisterweise. Von daher bin ich so fast dafür. Hatten wir überhaupt schon eine Rum-Destillerie? Können wir überhaupt schon bauen? Ja, natürlich. Was brauche ich denn dafür? Also jetzt um 1000. Kann ich das irgendwie erforschen? Rum-Destillerie. Kann ich mal Stahlwerk, Zoller und Schmuckfabrik? Nee, ja gut, ist auch viel zu weit, was ich hier gemacht habe. Ja, ich hoffe, dass hier um das Larry, das habe ich natürlich den Handel damit schon gestartet. Und den aber nicht wirklich benutzt, denn, na gut, der Vertrag läuft über 10 Jahre, bis dahin werde ich auf jeden Fall schon eine Rum-Destillerie besitzen. Und ich glaube, ich werde hier nochmal ein bisschen was fürs Gemeinwohl tun. Entweder mit einer Kirche oder eben, ja, mit einer Highschool wäre eigentlich eine Idee. Ich glaube, ich möchte meinen Bürgern ein bisschen Bildung gewähren. Damit reiße ich den letzten grünen Streifen auf der Insel ab. Zumindest in diesem Gebiet. Das soll ja nicht zu grün werden. Und wir sind wieder im Minus, aber das ist kein Problem. Das macht meine Exportstärke natürlich wieder. Oder meine Exportfracht wird das alles wieder reinholen, locker. Denn das Schiff ist zwar noch keiner wirklich unterwegs, aber das ändert sich bestimmt. Na gut, 1 Monat sind sie da. 2 Monaten, das passt. Ja, was wird noch gebaut hier? Es wird gebaut und ich wäre auch gerade dafür, dass jetzt mal langsam das Schiff ankommt, weil sonst wird es ein bisschen blöd hier mit den Schulden. Aber hier sieht man schon, das holen wir alles locker wieder rein. Die Musik ist ein bisschen zu laut, muss ich sagen. Also das dröhnt schon ziemlich im Ohr. So, als Hintergrund ist es schön, aber ich finde die Tropico-Musik ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Die ist für mich so mit das Beste. Denn einfach dieses, man hat immer Bock auf diese Musik. Gut, der Track gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut, aber so der Rest ist eigentlich ganz gut. Und da ich auch gerade sehe, dass die Textilfabrik Highschool-Absolventen benutzt oder als Arbeit hat, lohnt sich die Highschool gleich doppelt.
Dann haben wir auch ein paar mehr Arbeiter. Also das hoffe ich zumindest. Und durch die Mietskasernen, da wohnen bestimmt jetzt auch ziemlich viele Leute. Ja, hier sieht man schon, ist richtig ausgebucht. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Leute an. Hier. Die sieht einen hübschen Hut an, muss man sagen, aber naja. Die ist Kellnerin in der Taverne und hat einen Wohlstand reich. Interessant, was macht denn der Typ hier? Der hat Arbeitsplätze im Opernhaus. Das Meine kommt mir schon Messforschungen haben besser vor. ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Ja, das hatte ich sowieso vor. Das Gebäude produziert nichts. Wieso genau? Wird nichts abgeholt oder was? Oder wird nichts produziert? Das Sägewerk braucht natürlich Holz, ja klar, ne? Klingt logisch. Aber da hier jetzt schon Baumstämme im Ausgang sind, wird sich das bald relativieren. Hier natürlich auch. Oh, wir haben schon ein Sägewerk, das wusste ich gar nicht. Das erklärt dann natürlich auch, warum wir hier zu wenig Holz haben. Da würde ich fast sagen, bauen wir noch eine. Eine Holzfällerlage bauen wir noch. Jetzt nicht unbedingt an die gleiche Stelle, damit das gleiche Holz die ganze Zeit abgebaut wird, sondern bauen wir es hier hin. Tack. Jetzt noch mit einer Straße verbinden am besten. Tack. So. Schön, wenn man sich Gradwinkel bauen. Ich weiß, es ist nicht das Schönste, aber naja. Wenn man sich das hier anschaut, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwelche schrägen Straßen wirklich präzise bauen kann. Von daher lasse ich es auch ganz lieber. Die Entrindungsmaschine, was macht die denn? Der Rohstoffverbrauch steigt um 30%, die Effizienz steigt um 30 Punkte. Nee. Lieber nicht. Braucht man nicht unbedingt. Mit 192 Einwohner, wie steht es denn hier mit den Arbeitsplätzen und den Wohnräumen? Wir haben 33 Obdachlose, da könnten wir eigentlich fast noch eine Mietskaserne bauen, wenn wir da ein bisschen mehr Geld haben. Und da würde ich auch sagen, ja, ich merke schon, mir fällt es selber auf, ich sag ziemlich oft, da würde ich mal sagen, das probiere ich mal gerade mal abzuwöhnen. Ich glaube, das kann ein bisschen nervig sein. Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Ich Jahr. weiß, dass die Sie Bürger mich wollen ihren unterstützen Präsidenten. werden und ja, mein Präsident wird das tun. Und jetzt kommt gleich das sehr Interessante. Jetzt habe ich noch 70% und wahrscheinlich in 5 Minuten wird es mich sowas von noch runterhauen. Und ich weiß nicht wieso. Das ist einfach interessant, zu Hause zu finden, wie so auf einmal alles weg ist. Die Raumdestillerie kann ich jetzt bauen. Es wird mir ein leichtes Minus am Anfang einbringen, aber hier werde ich jetzt einfach mal bauen und hey, 7000, das geht schon. Kriegen wir gleich rein. Ich möchte jetzt nämlich stundenlang warten. Hier kommt sie schon ein bisschen. Die ersten Exporte beginnen ja schon. Und ja, ich würde sagen, unser kleines Dörfchen, Inselchen, funktioniert auch auf jeden Fall. Hat seine Umsätze. Und da ist eine neue Kameradpräsident, Mission. ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben... Okay, das ist ein bisschen zu laut, fällt mir gerade auf. Also das hat mich schon gerade... Naja, mal so hier. Das passt dann schon. Es gibt halt leider auch keinen Test oder sowas, wo man sagt, hey, hier sieht man es gerade eben noch 70, jetzt 35. Aber es gibt auch keinen Test, wo man anschauen kann, ja, wie laut ist das, wenn man es mal vorspielen würde. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ist einfach nicht drin. Naja, ist trotzdem in Ordnung. Darf ich meine Bürger im Moment noch ziemlich unterstützen und es gerade sogar 1% für mich nach oben ging, arbeite mich jetzt mal nicht unbedingt zu übertrieben an die Zufriedenheit oder arbeite ich nicht zu übertrieben an der Friedenheit, sondern werde jetzt mal auf, naja, Restaurant können wir eins bauen, so ein bisschen Zufriedenheit schadet doch auch nicht. Und dann eigentlich ein Kabarett brauchen wir auch nicht, das ist von Anfang denke ich übertrieben. Weiß ich natürlich nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Eine Kaserne können wir doch schon mal bauen. Das passt auch genau in unseren Sparplan hinein. Das sage ich jetzt mal so. Und ja. Ja, das könnte ja genau hinpassen. Ja, perfekt. Glorreiche Erfindung, Präsident. Yep, der Strom ist eine glorreiche Erfindung, finde ich auch. So, exportieren Sie Zigarren. Haben wir schon ziemlich viel exportiert. Und ich denke, die Wahlen werden für uns kein Problem. Aber zur Sicherheit, na gut, das kostet 5000, das ist jetzt noch nicht direkt mal. Also nur so als Tipp für euch, wenn ihr
ziemlich schlecht dasteht in der Wahl. Und ihr könnt sie zwar sowieso manipulieren, aber ihr könnt sie nochmal doppelt sozusagen manipulieren, indem ihr die Typen diskreditiert. Diskreditiert, ja. Das macht, erhöht zwar zivile Unruhen, ist aber, da man schlecht über ihn redet sozusagen, kriegt einen schlechteren Ruf, ist ähnlich wie bei Rom 2, wenn man dem irgendwelche Gerüchte nachsagt. Und ja, ich denke mal, dürfte ziemlich einleuchtend sein, was es macht. Hier kommt ein Schiff an, das wird mir 8600 bringen. Und ja. Dieses nächste Lied ist meinem Ex Reggie gewidmet, der mich verließ, weil er zur Armee ging. Denn dort wurde er, ich zitiere, besser behandelt. Dieser unglückliche Einkaufsfummel tut mir wirklich leid, Reggie. Wo auch immer du jetzt bist. Die Prohibition hat begonnen. Ja, also diese komische Dingsprecherin, diese komische, ja, Radiosprecherin geht mir schon ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Aber naja, was soll man tun? Die Rumdistillerie, habe ich keinen Zucker hier angebaut. Das ist natürlich peinlich. Das ist ein bisschen Wahl. Ein bisschen anpassen, geht immer. Dann würde ich sagen, da wir das nicht haben, müssen wir das schleunigst... Was ist das denn jetzt? Toll. Ich hoffe, dass es auch so hier geht. Ja, das ist ein mittelmäßiges Gebiet dafür. Okay, kurzes Zwischenspeichern. Das Wahlergebnis ist ja, das klingt doch gut hier. Die mögen mich. Bin ich zufrieden damit. Jetzt habe ich das natürlich unnötigerweise gebaut, aber... Nein, nicht unnötigerweise. Ich brauchte es ja, aber nicht im besten Gebiet dafür. Und ja, gerade Straße wäre vielleicht nett, danke. Ich mag schräge Straßen einfach nicht. Kohle könnte ich später abbauen, mache ich auch später. Gold habe ich ja hier. Und ja, die habe ich natürlich alle nicht erforscht. Ein Millimeter möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Finde ich ziemlich unnötig. Jetzt bringt mir das natürlich erstmal ein bisschen Minus ein. Da können schon mal ein paar Leute angeworben werden. Und ja, bevor wir da zwei Arbeiter das Ganze machen, warten halt ein Stückchen. Ich möchte jetzt nicht entschuldigen, dass ich das völlig vergessen habe. Bin ein bisschen verpeilt, weil ich auch noch gleichzeitig reden muss. Das stimmt wirklich, man kann sich nicht auf alles konzentrieren. So. Ich habe es am Anfang gar nicht so geglaubt mit... Die Geldbewegung hat zugenommen. Meine Psychologie würde ja sagen, dass ich sie lohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Ja, 5 Jahre mit Highschool. Ich habe einen Highschool, also mache ich das hier. Genau, also das habe ich am Anfang irgendwie mal so abgetan, als... Ja, gut, kann sich nicht konzentrieren. Sagen es halt so. Aber schon wirklich so. Also, ist schon schwierig. Vor allem, wenn man gerade das angefangen hat mit YouTube und jetzt schon direkt wie ein Dampfplauderer alleine los plappern muss. Ist schon ungewohnt auf jeden Fall, aber ich muss sagen, mir macht Spaß. Ich habe jetzt schon die ersten 2 Videos hochgeladen. Natürlich ist zu erwarten, dass noch keine Zuschauermassen reinkommen. Ist mir auch klar gewesen von Anfang an. Ist auch nicht schlimm. Das wird sich natürlich noch ein bisschen ändern. Also, wenn da 2 Leute zuschauen, ich bin happy. So ziemlich happy. Ja, das macht mir auf jeden Fall Spaß, so zuzuschauen, die Videos hochzuladen. Habe jetzt auch Thumbnails, ja, so werden die ausgesprochen, erstellt. War am Anfang ein ziemliches Geschiss, weil es mir ziemlich auf die Nerven ging. Man darf nicht über 2 Megabyte kommen. Und da habe ich dann, glaube ich, 2 Programme heruntergeladen, die das Ganze verkleinern. Und ja, war trotzdem ein kleines Geschiss, das alles zu machen. Und dann nochmal sozusagen öffnen und nochmal verkleinern lassen. Aber ja, für euch tue ich das. Ja, ihr habt mich jetzt nicht zwinkern gesehen. Stellt euch mir mein Zwinkern vor. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld auf dem Konto, von daher kann ich jetzt eigentlich mal zählen, oder bauen, eher gesagt. Ja, da ich für Industriegebäude einen Rabatt habe, muss ich ja eigentlich mal ein bisschen darauf gehen. Das wäre schwachsinnig, wenn ich es nicht tue. Schwachsinnig, wenn ich es nicht tue. Von daher würde ich entweder ein neues... Ja, ich glaube, ich baue eine neue Baumwollfarm. Plantage, was auch immer. Ja, na, wo ist denn die gut platziert? Da schon mal nicht, da schon mal auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Ich finde es auch nervig, dass man nicht rausscrollen kann, natürlich. Ist klar, weil das Ding so gedreht wird, aber ich würde auch gerne rausscrollen, während ich was baue. Aber naja, geht halt nicht. Genau, jetzt habe ich hier noch eine kleine Baumwollfarm gebaut, dann kann ich später meine Textilfabrik erweitern, beziehungsweise eine neue bauen. Und wie ich sehe, ist meine Rumdistillerie immer noch nicht versorgt mit genug Zucker, was mich jetzt ziemlich verwundert, ehrlich gesagt.
Natürlich, weil das hier Zucker. Ich muss ja Zucker anbauen. Ja, passt. So, jetzt wird Zucker gebaut. Ein bisschen angebaut. Ein bisschen erhöhen hier. Gut, jetzt können wir hier die Verfassung ein bisschen erweitern. Glücklich gekündigt bin ich ja eigentlich schon der Fan von. Das ist so ein Mittelding, das passt, denke ich. Politische Rechte, Polizeistaat ist auf jeden Fall wichtig. Ich denke, das mache ich auch. 50% der Rebellen ist jetzt nicht so meins. Jeder Polizist hat überzeugt, einen Wähler für sie zu stimmen. Ich mache das hier. Einwanderungsland. Ja, das mache ich am Anfang noch, Einwanderungsland. Und ich denke, wenn wir dann unsere Verfassung verändern können, dann ist es Zeit, weil wir dann genug Einwohner haben, zu sagen, okay, jetzt nur noch ein paar gebildetere Leute. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir die Gesetze, die Verfassungen. Und machen uns wieder ans Bauen. Ich habe das Gefühl, meine Sägewerke funktionieren nicht ganz so gut, wie sie sollen. Nur 234 Baumstämme im Ausgang und hier 468, aber ich glaube, das wird einfach große Sägewerke nicht ausreichend versorgen. Aber wir werden sehen. In letzter Zeit sehe ich viele neue Gesichter. Das ist toll, denn ich stehe darauf, neue Leute kennenzulernen. Ja, diese Tante, willkommen, ne? In der Jolly Roger Neuankömmlinge, wo es Pflicht ist, zu trinken, zu feiern, El Presidente hochleben zu lassen und einfach Spaß zu haben. Ja, genau, mich hochleben zu lassen. Und diese Tante könnte jetzt echt mal leise sein. Ich würde gerne wissen, ob man die ausstellen kann. Ist zwar ganz schön, wenn man Singleplayer ist, aber wenn ich gerade anfange zu reden, da kommt so ein behinderter Kommentar und wird zugeplappert. Ach, ich soll eine Mietskaserne bauen können, normale Kaserne. Und ja, ich komme leicht vom Thema ab, das seht ihr schon, aber das ist dann wahrscheinlich unter Häusern, ne? Eine Mietskaserne. Ja, habe ich doch zwei. Zwei neue wieder. Naja, gut. Zack, zack. Da wir auch 22.000 auf dem Konto haben, ist es kein Problem für unsere Wirtschaft, das zu stemmen. Hat die große kommunistische Revolution begonnen. Ich zahle sogar für sie. Ich nehme gerne mehr Kommunisten auf meine Insel, da ich hier schon zwei neue Mietskasernen baue, brauche ich das, denke ich, nicht. Und die Kommunisten werden mich auf jeden Fall sehr gerne mögen, habe ich das Gefühl. Ich denke, ich baue noch hier ein, zwei Häuser ein. Glück, Glück. Also die Leute hier auch, dass sie gut situiert sind, denke ich, können sie sich ein normales Haus leisten. Wenn da auch vier Familien reinpassen, wird es nicht so teuer sein. Von daher gehe ich fest davon aus, dass die Wohnqualität auf jeden Fall steigen lassen. Und da werde ich jetzt auch mal ein paar Manager einstellen. Habe ich bis jetzt ganz vergessen, fällt mir auf. Die Effizienz steigern, das hätte ich sehr gerne, den Magnat einstellen, dann hätte ich bei der Bibliothek, die ist glaube ich hier, genau, hätte ich gerne den Erfinder, genau, den hier, dann hätte ich gerne bei der Textilfabrik, puh, ja, wenn der mal da, naja, die brauche ich jetzt nicht, ja, machen wir Vorarbeiter, dann in meiner Rumdestillerie, hätte ich gerne. Boah, die Effizienz steigt um 5, das klingt auch ganz gut. Und katholische Mission, kann man da irgendwas machen? Umweltschützer. Umweltschutz in der Nähe, das kann ich beim kleinen Laden wahrscheinlich machen. Oder hier ist ein Typen, der das Ganze, also mehr Leute reinlassen kann. Nein, dann werde ich jetzt hier den Umweltschützer machen. Ich bin zwar nicht der Fan davon, weil es mir einfach nichts bringt, aber schließen, vielleicht hier. Gestern klopfte ein Mitbürger an meine Tür und fragte mich, ob ich annehmen, das nehme ich auch an. Konserven will ich sowieso bauen. Dann werde ich auch direkt mal eine Ananas-Plantage bauen. So, hier ist ziemlich viel grünes Gebiet dafür. Also würde ich sagen, lass uns nicht lumpen und bauen es direkt, ne? Naja. Ich finde es auch schade, dass man hier zum Beispiel das Haus einfach auf die linke Seite nicht machen kann, sondern nur so dann so zusammenbauen kann. Ist jetzt kein riesen Weltuntergang, aber es stört mich sonst nicht schon ein bisschen. Ich denke, das kann man aber auch locker rauspatchen, ich weiß nicht. Also,
werden wahrscheinlich ein paar Leute geben, die sich darüber beschweren. Sonst würde ich das tun. Und ja, jetzt hat gerade mal wieder mein Wecker geklingelt, dass langsam Zeit für das Ende der Folge ist. Und da würde ich auch sagen, mit dieser wirklich guten wirtschaftlichen Ausgangslage können wir dann in die nächste Folge später reinstarten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Schauen meiner Videos. Ne? Keine Ahnung, das Ende habe ich verkackt, aber naja, gut. Also dann, wir sehen uns.